Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und in diesem Video geht es um das Thema, warum es so unfassbar wichtig ist, auf eine Umsatzgröße zu kommen und damit meine ich auch mit entsprechenden Margen. Ja, also ich suggeriere jetzt einfach eine Umsatzgröße von 1 Million Euro und etwas mehr, ja, dass du auch entsprechende Margen hast. Das heißt, dass dir letztendlich als Unternehmer am Ende 20-30% davon hängen bleiben, also 20-30k im Jahr, ja, 200-300.000k im Jahr, das spricht so, also mehr oder weniger 20k im Monat auch hängen bleiben. Ja. Warum es so unfassbar wichtig ist, diese Million Euro zu knacken. Ja. Und ich mache dieses Video deswegen nicht für die schon etwas weiter fortgeschritteneren Unternehmer, die mich auch mal wieder kontaktieren, gerne mit mir zusammenarbeiten, die schon, sag mal, sehr viel Kapital angesammelt haben und so weiter und schon ein paar Schritte weiter sind. Oder dieses Video ist auch generell nicht für diejenigen, die irgendwie schon große Systemhäuser haben mit ein paar hundert Mitarbeitern oder vielleicht sogar Tausenden von Mitarbeitern und so weiter. Und dieses Video ist häufig für diejenigen, die noch so im Startup-Modus sind, die, sag mal, Freelancer sind mehr oder weniger und vielleicht sich schon fühlen als Unternehmer, weil sie irgendwie ein paar Leute eingestellt haben, aber am Ende des Jahres nicht so wirklich über die sechsstellige Summe kommen, was Gewinn betrifft. Das heißt, die teilweise vielleicht sogar noch nicht mal Bilanzierungspflicht haben, ja, weil sie noch unter der 64.000 Euro Gewinnspanne sind im Jahr. Ja. Also ich glaube, es sind 64.000 aktuell, je nachdem, in welchem Bundesland oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, es sind, glaube ich, so, wenn du weniger hast, also wenn du keine GmbH hast, ja, und das haben einige, die mit mir zusammenarbeiten, gerne, sind noch nicht keine GmbH. Und wenn die letztendlich weniger Gewinn machen, als wie 60.000 Euro oder 64.000 Euro, dann sind die nicht mal bilanzierungspflichtig, ja. Und das heißt, wenn du noch unter diesen ganzen Schwellen bist, ja, dann hast du eine ganze Menge von Problemen, die du eben nicht hättest, wenn du diese Millionen-Euro-Grenzen da knackst. Ja? Also das heißt, das ist wie so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Ja? Das hast du ja bestimmt auch schon gehört und jedem ist es irgendwo bekannt, egal in welchen Lebensbereichen, ja, ob das jetzt in der Sozialakquise ist, also du findest nicht eine wirklich coole Frau, wenn du quasi nicht mal anfängst, eine zu finden und so weiter. Und genauso ist es eben im Unternehmertum eben auch. Ja? Wenn du nicht mal anfängst, richtig Gas zu geben, auf ein gewisses Level zu kommen, dann hast du auch nicht so wirklich die Means, die Kapazität, das Geld letztendlich, den Cashflow, um letztendlich skalieren zu können. Ja, also Leute wollen skalieren, haben aber noch nichts, um skalieren zu können. Das heißt, ich mache da jetzt auch noch gleich ein Folgevideo, wo ich das nochmal in der Matrix wirklich eindeutig ganz, ganz klipp und klar darstelle. Also wirklich super, super vereinfacht. Ja. Mache jetzt gleich nochmal ein Folgevideo oder morgen früh und ich lade es dann später hoch. Also unbedingt meinen Kanal abonnieren und dranbleiben. Aber was ich in diesem Video einfach nur ganz kurz sagen möchte, wie wichtig es wirklich ist, denn um skalieren zu können, brauchst du ja schon Geld wirklich. Ja. Und wenn Geld knapp ist, ja, dann musst du Einsatz bringen. Ja. Und so lange, bis Geld wieder weniger knapp ist und dann das Geld einsetzen und weiter dich auch noch einsetzen. Also beides, ja. Und bis du dann letztendlich diese erste Stufe erreicht hast, diese gewisse Flughöhe von, ja, im Jahr, von einem siebenstelligen Betrag im Jahr. Und dann beginnt es erst so langsam letztendlich interessant zu werden für dich als Unternehmer, zu skalieren, also die eigentliche Skalierung findet erst statt, wenn du schon siebenstellig bist im Jahr. Ja? Das will ich damit nur sagen. Und alles, was drunter ist, ist letztendlich unfassbar schwierig und unfassbar hart. Und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum ich dieses Video mache. Alles im Leben, und ich möchte es mit aller Deutlichkeit hier sagen, alles im Leben hat seinen Preis. Und ich sehe immer wieder so viele, und wahrscheinlich hängt es mit so vielen Coachings zusammen, die in den letzten Jahren irgendwie durch die Gegend geistern, die werden sich dann Mindset gecoacht und irgendwas und Bodo Schäfer und dies Coaching, das Coaching und das ist alles super. Ich liebe auch die ganzen Bücher und so weiter, obwohl ich jetzt ganz, ganz strikt seit, ich glaube, fast 12 Monaten kein einziges Coaching-Buch mehr konsumiert habe, weil
dass ich gemerkt habe, dass diese ganzen Bücher und so weiter, die ich jetzt als etwas fortgeschrittenes Semester sehr gut einschätzen kann und mich auch viel besser einschätzen kann, aber häufig auch jüngere Leute, aber nicht unbedingt immer jüngere Leute, aber häufig jüngere Leute auch mit komplett falschen Vorstellungen vergiften. Ja? Also letztendlich werden dann teilweise Leute eingestellt oder es werden Unternehmen, sogenannte Unternehmen aufgebaut und so weiter mit einem Cashflow von weniger wie 1.000 Euro im Monat oder sowas, ja, oder Gewinnspanne oder sowas. Ja? Das heißt, du musst, und dann wird gleichzeitig sozusagen so gelebt, als hätte man irgendwie eine Firma mit 150 Mitarbeitern. Man hat aber noch keine 150 Mitarbeiter. Also deswegen kannst du auch noch nicht so leben wie ein CEO mit 150 Mitarbeitern, beziehungsweise ein Unternehmensinhaber, der vielleicht sogar dort einen CEO sitzen hat oder einen CTO und eben 150 Mitarbeiter, die dieses Unternehmen führen und leiten und du sitzt eben nur noch daneben und kannst mit deinen Kindern Fußball spielen gehen, ja, oder keine Ahnung, im Urlaub gehen und so weiter. Du bist noch gar nicht auf dem Level, lebst aber oder möchtest gerne das Unternehmerleben, in Anführungsstrichen, aufgrund dieser ganzen Coachings und Gehirnverseuchungen, die da stattfinden, aufgrund dieser manche dieser Coachings, nicht alle, möchtest aber gerne oder lebst quasi in deiner Blase das Unternehmerleben eines Unternehmers mit 150 Mitarbeitern, also sagen wir mal eines, die Anzahl der Mitarbeiter ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Es suggeriert ja nur, dass dort mehr Umsatz fließt, hoffe ich zumindest, bei einem Unternehmen, das 150 Mitarbeiter hat. Aber das ist ein Unternehmen, das sozusagen von alleine läuft. Und ein Unternehmen, wenn ich jetzt immer noch am Anfang bin, wenn ich erst 2-3 Mitarbeiter habe, dass dieses Unternehmen bereits von alleine läuft, ist ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja sozusagen geradezu ausgeschlossen. Also ich hoffe, ich drücke mich hier wirklich deutlich aus, weil das soll jetzt kein Video sein, irgendwie, keine Ahnung, Bashing und dies und das oder sonst noch was. Es ist einfach nur, komm auf den Boden der Tatsachen bitte. Ja? Du kannst nicht dich so, sag mal, dich organisieren als Selbstständiger, wie ein Unternehmen, wie ein Unternehmer, der ein Unternehmen hat mit 1.000 Mitarbeitern, wo quasi fast schon kurz vor Exit ist, ja, oder der schon 3 Exits hinter sich hat und ein paar Millionen Euro rumliegen hat. Wenn du letztendlich nicht in dieser Situation bist und um in diese Situation zu kommen, musst du Opfer bringen, ja, um von deiner Ausgangssituation keine Kohle, keine Firma, keine Mitarbeiter oder wenige Mitarbeiter, keine Firma, kein Unternehmen, das selbst von selbst läuft, kein Unternehmen, das du exit-ready machen könntest, weil du noch weit davon entfernt bist und. Von hinzukommen zu diesen Positionen, dass das alles so ist. Diesen Weg, da musst du Opfer bringen, mein Lieber. Opfer bringen. Und diese Opfer sind zum Beispiel, beinhalten zum Beispiel nicht, ja, dass du jeden Tag mit deinen Kumpels rumhängst, dass du jeden Tag irgendwo verreisen kannst, dass du jeden Tag irgendwie mit deiner Familie verbringen kannst. Sorry, das sind die. Also du musst dich entscheiden. Bist du ein Familienmensch? Willst du jeden Tag mit deiner Familie 5 Stunden verbringen? Ja, und dann noch hier und hier und dort. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, und glaube mir, wenn du vom Weg des Startups, Unternehmers, Selbstständiger hingehen willst zum Multimillionär, dann musst du die 24 Stunden, die du am Tag hast, vollends ausschöpfen, zumindest mal die ersten 2-3 Jahre. Da musst du Vollgas geben, da darfst du 100% nur das im Kopf haben und nichts anderes. Und ich rede von 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Okay, das sind auch keine Lücken dazwischen, mal 2 Wochen Urlaub, mal 2 Wochen hierhin, mal 4 Wochen dahin, mal eine Woche dorthin, mal ein langes Wochenende den besuchen. Und ich habe für alles Verständnis. Ich habe für Leute Verständnis, die kranke Eltern haben. Ja? Ich habe für Leute Verständnis, die kleine Kinder haben. Ich sag nicht, dass es eine verkehrte Lebensweise ist, dass du sagst, okay, ich will gerne Zeit mit meinen kleinen Kindern verbringen. Ich möchte gerne Zeit mit meinen todkranken Eltern verbringen oder was weiß ich. Wer weiß, wie lange ich die noch genießen kann, diese Zeit und so weiter. Ich sage nicht, dass es eine verkehrte Lebensweise ist. Ich sage nur, es ist nicht beides möglich. De facto kannst du nicht, ja, von Startup zu Multimillionär gehen in 3 Jahren. Ja? Und das ist ja sozusagen auch eines der Visionen, die ich mit meinen Kunden habe teilweise.
Ja, also je nachdem, nicht jeder Kunde hat die gleiche Version, aber das ist so die Kernvision der Unternehmen, der Kunden, die ich habe, die sozusagen im Startup-Modus sich befinden und gleichzeitig 50% des Tages irgendwelche anderen Dinge tun, als an deinem Business zu arbeiten, Vollgas. Ja? Du musst dich und deine Gesundheit, deinen Geist, deinen Körper und deine Seele bis an die Grenzen der Belastbarkeit bringen. Und vielleicht sogar teilweise darüber hinaus. Ich war auch schon mal im Krankenhaus, ja. Also quasi aus der S-Bahn rausgezogen, weil ich irgendwie Darmverschluss hatte, weil ich einfach too much Coffee und so weiter. Das ist Gott sei Dank schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich meine Ernährung umgestellt. Alles gut. Ja, kannst du mal ein paar alte Videos, YouTube-Videos von mir anschauen von ein paar Jahren, zwei, drei Jahren. Ja, was für komische Augenringe ich da teilweise mal hatte, weil ich einfach zu viel Zucker und irgendwelchen Scheiß gegessen habe. Ja, man kann alles adaptieren, anpassen. Und es war nicht einfach zu sagen, ich esse jetzt einfach mal ab 7 Uhr abends oder ab 5 oder 6 Uhr abends nichts mehr. Ja, nicht also abends noch eine Netflix-Serie und dann reinhauen, weil das alles ganz viele kleine Dinge, die insgesamt dann dazu führen, dass du performanter bist, dass du mehr Switch on bist, dass du ausgeschlafener bist morgen, dass du morgens früher aufstehst, dass du gewisse Dinge schon vom Tisch abgearbeitet hast, um 6 Uhr, 7 Uhr morgens, wenn andere erst anfangen, in die Arbeit zu fahren. Du bist deiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus, zumindest den Konkurrenten, die nicht mit mir zusammenarbeiten, die so quasi lazy sind. Ja? Und wenn du sagst, okay, ich mache den ganzen Tag irgendwas anderes und ich arbeite vielleicht abends dann mal ein paar Stunden oder hier mal ein bisschen oder ich schlafe morgens bis um 11 Uhr, ja, dann wird das einfach nichts werden. Ja? Deswegen dieses Video, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, dich ein bisschen wachrütteln. Du musst dich im Leben entscheiden. Ja? Ich kann auch nicht sagen, ich hole mir jetzt hier eine Freundin, eine super geile Blondine, ja, und mit der gehe ich jeden Sonntag 8 Stunden am See spazieren. Aber gleichzeitig möchte ich gerne ein Millionen-Business aufziehen, ja. Funktioniert halt nicht. Da muss ich sagen, okay, entweder du gehst mit mir den Weg, liebe Freundin, heiße Blondine, ja, dann sehen wir uns halt am Sonntag nur eine halbe Stunde, ja, oder eben nicht. Tschüss. Oder du sagst, ich will den Weg des Millionärs nicht gehen. Also, sorry, du musst dich halt entscheiden. Also, ich wünsche dir was. Nichts für ungut. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Hi, mein Name ist Michael Rall. Ich wollte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt. Und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zur Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Und ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt. Ne? Also Thomas macht das nicht so wie viele andere Coaches, die sagen, hier, komm, hast ein bisschen Material, guckst dir an, one size fits all. Ne? Ist doch egal, ob du Designer, Grafiker, Programmierer oder weiß ich nicht was, Gartengestalter bist. Das hilft einem halt nicht weiter. Ne? Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise. Ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett verkaufsfertige Leads. Nicht 100 Stück im Monat, weil das brauchen die wenigsten, sag ich mal so. Aber 1, 2, 3 und die haben es dann wirklich in sich, ne? Wo man im Endeffekt nur noch jetzt das Gespräch nicht komplett vermasseln muss und man ein neues Projekt, einen neuen Auftrag hat
Und so soll es eigentlich sein, ne? Also deswegen, wenn ihr in der Situation seid und euch überlegt, wie ihr mit eurem Business entspannter vorwärts geht, wie ihr besser Kunden und Projekte akquirieren könnt oder drankommt, kann ich euch Thomas nur empfehlen. Der hat wirklich was auf dem Kasten und der hilft euch wirklich weiter.